einen schönen Sonntagmorgen. Willkommen im HR-Fernsehen, willkommen zum Sonntagsgespräch. Und an diesem Sonntagvormittag begrüße ich ganz herzlich Alexander Kluge, Schriftsteller und Filmemacher. Schönen Sonntagmorgen, Herr Kluge. Guten Morgen. Und ich muss sagen, frisch gekürter Preisträger des Theodor W. Adorno-Preises, renommierter Preis der Stadt Frankfurt. Sie waren ja, haben Sie selbst gesagt, treuer Gefolgsmann von Adorno. Helfen Sie mir auf die Sprünge, ich habe ihn nicht kennengelernt. Was war das für ein Mensch? Können Sie eine Geschichte erzählen von ihm? Sie sind ja schließlich Schriftsteller. Jahrgang 1903, wäre jetzt 104 Jahre alt. Ein bewundernswerter, eigentlich genialer Mensch. Stellen Sie sich vor, einer hält einen Vortrag von 2 Stunden über die Geheimnisse Hegels und bewegt die Hände nicht einmal gestisch. Ein Gesicht, das ganz ruhig bleibt, nur die Gedanken fließen, ja, und die Augen sind sehr lebhaft. Das ist ein Mensch, der ist freundlich, ja, hier, wenn es um Lebensdinge geht, völlig unbestechlich in der Sache. Ja. Erinnert mich wie ein Mensch aus ferner Zeit. Also es gibt Babylonier vor 6000 Jahren, die abgebildet sind, bürgerliche Naturen in Zweistromland. Wenn er so 2 Stunden gesprochen hat, war das spannend, weil sie sagen, er hat sich gar nicht bewegt, und trotzdem war man dabei? War Gesang. Ja, also, Gesang. Ja, also der hat natürlich sachlich gesprochen, nicht? Aber er hat eine musikalische Begabung und man hört es sehr gerne zu. Auch wo man sozusagen geistig auf eine Sandbank gerät, ja? Weil es ist manchmal wirklich anspruchsvoll, anspruchsvoll, ja? Hört man gerne zu. Wenn Sie gerade sagen, anspruchsvoll, Sandbank, es ist auch schwierig, kritische Theorie, Frankfurter Schule, Kritik der Aufklärung, all diese Stichworte, für die Adorno steht, wenn man so in den Lexika nachguckt. Aber wenn Sie jetzt mal, ich sag mal, gerade heute, Herbst 2009, 17-jährigen Schülern ganz kurz erklären müssten, was der inhaltliche Plot war eigentlich bei Adorno. Es gibt einen ganz einfachen Gedanken, der sagt, bei Immanuel Kant gibt es den kategorischen Imperativ. Du sollst dein Verhalten so einrichten, dass er Gegenstand eines allgemeinen Gesetzgebers, einer allgemeinen Gesetzgebung sein kann. Er würde sagen, das genügt nicht. Du musst so leben, man muss so bilden, ja, in der Schule. Man muss so politisch tätig werden, dass Auschwitz nicht möglich wird. Das heißt, er war ein bisschen die Politisierung von Kant, die politische Komponente, was bei Kant gefehlt hat? Er sagt, Kant, das ist zu schwach. Ja? Ist zu schwach. Aus den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, also dem Dritten Reich, ja, wissen wir, dass Philosophie nichts taugt, wenn sie dagegen nichts bewirkt. Das ist der wesentliche Inhalt der kritischen Theorie. Aber und jetzt muss man sich auf die Socken machen. Jetzt muss man sozusagen das ausfüllen. Ich wollte gerade sagen, aber wie kann Philosophie taugen, das zu verhindern? Analytisch. Also ich behaupte, dass ein Mann wie Adorno, ja, in der Lage ist, einen Nationalsozialisten umzudrehen. Im Jahr 1930, sagen wir mal. Ja? In der Tat, wie würde er das machen? Er würde ihm erklären, was das Ganze ist. Ja, hinterher, 1945, ja, waren die überzeugtesten Nazis überzeugt davon, das ist ein Debakel. Ja, das kann man auch vorher wissen. Das heißt, es gibt bei Homer eine Figur, die Kassandra, ja, und die hat Ahnungsvermögen schon im Vorkrieg. Ja, und auf die hört keiner. Und die kritische Theorie ist eine Philosophie, die versucht, so überzeugend zu sein, so klar und so analytisch zu sein, dass sie im Jahr 2009, ja, jemanden überzeugen kann, nicht autoritär zu werden, selbst wenn die Finanzkrise Kollateralschäden hat. Das heißt, wenn Sie beanspruchen, als Vertreter dieser kritischen Theorie, einen Menschen so nachdenklich zu machen, dass er quasi nicht mit dem braunen Gedankengut folgt, das ist das Ziel. Appellieren Sie jetzt seine Vernunft oder das ist auch tief verwurzelt in Gefühlen an sich doch auch, was da eben vor sich geht? Eben. Und schauen Sie, ich bin ja nicht Adorno, ja, sondern ich bin nur geehrt durch den Preis. Ja, und da ist noch der Herr Gielen, ja, der ist auch Preisträger, der Ligeti, ein großer Komponist. Aber Sie haben gesagt, Sie würden das für sich schaffen, haben Sie mal gesagt, dass Sie so einen Nazi umdrehen würden. Bin ich überzeugt. Ein Nazi im Jahr 2009 wäre ja kein Nazi der 30er Jahre. Nicht? Wäre auch nicht notwendig ein Rabauke. Ja? Kann zum Beispiel einer anglikanischen Sekte in den USA angehören, als Antwort. Aber nochmal, wie würden Sie es machen? Würden Sie an seine Vernunft, seine Gefühle, woran würden Sie appellieren? Die Gefühle sind das, woran nach Menschen sich leiten lassen. Und die haben eine Logik. Die Ökonomie der Gefühle ist fast unbestechlich. Die Ökonomie der Gefühle? Die haben ja eine eigene Währung. Ja? Erklären Sie das kurz. Nur sehen Sie mal die Haut, ja? Die mit Allergie antwortet auf etwas, was Ihnen unerträglich ist. Die Nähe eines Menschen, den Sie nicht leiden können. Ja? Diese Haut hat eine Intelligenz. Ja? Das ist die Ökonomie der Haut. Das ist die Währung der Haut. Die wird bei keiner Bank gehandelt. Ist aber für Menschen sehr leicht verständlich. Ja? Und je näher Sie jetzt zum Zwerchfell kommen,
Ja? Mhm. Das Zwerchfell kann nicht aufhören zu lachen, wenn was komisch ist. Ja? Gehorcht nicht. Ja? Das ist in der Tat. Ja. Und auch unser schönes Herz. Ja? Mhm. Nicht? Lebenslänglich schlägt das. Ja? Mhm. Nicht? Das ist ein treuer Muskel und mit einer eigenen Intelligenz. So denkt die kritische Theorie. Der 11. September 1903, der Geburtstag von Adorno. Und dann war der 11. September 2001. Jetzt mache ich mal einen Sprung. Das hätte ihn historisches sehr verblüfft. Datum. Das hätte ihn verblüfft. Hätte ihn sehr verblüfft, oder? Mhm. Was da? Jetzt, das, was Sie gerade gesagt haben, bezogen auf einen Nazi, würden Sie sich zutrauen? Meinen Sie, hätte Adorno, wenn er mit einem der Attentäter des September 2001, 9/11, hätte sprechen können, hätte er ihn umkehren können? Nein. Das zeigt die Radikalisierung auch, nicht? Ja? Weil der Terrorist hätte ihn ja gar nicht verstanden. Ja? Er hätte aber gesagt, wir müssen uns so lange mit solchen Menschen beschäftigen und dem Hintergrund von ihnen, bis wir sozusagen irgendwo einen Hintergrund verstanden haben. Also man kann nicht rechthaberisch sagen, das sind die Irren in der Welt, ja, und die werden jetzt mit Waffengewalt nur alleine bekämpft. Ich kann ja nur Gedanken von Adorno nachahmen vor ihnen. Ja, ich bin ja nicht Adorno, verstehen Sie? Ja, ich kann auch nicht das, was er kann. Und gehen Sie mal nicht zu sehr darauf, ja, dass das so praktisch wäre. Das ist zunächst mal eine Theorie. Ja? Hat denn die Aufklärung versagt damals 9/11? Sagen wir mal so, so etwas dürfte es nicht geben. Und eine Aufklärung haben wir ja gar nicht. Ja? Sind wir eigentlich aufgeklärt heute? Würden Sie sagen, dass wir Menschen heute im Herbst 2009 aufgeklärt sind oder in Mythen verhaftet? Also wir können sicher sein, dass wir nicht nur in Mythen, sondern wir sind von Zufallswolken umgeben. Ja, nicht? Also große Pensionsfonds gehen um die Welt, errichten dort irgendeine Investition und hauen wieder ab. Das heißt, wir leben in einer sehr babylonischen Welt, so kann man es nur sagen. Ja, nicht? Mit viel Sprachverwirrung, ja, viel gehortetem Irrtum. Ja, aber wir haben Zugänge zur Vernunft. Das würde die kritische Theorie behaupten. Ist die Welt vernünftiger geworden? Nein. Sagen wir seit Kant zum Beispiel? Nein, überhaupt nicht. Nein. Also wenn Sie nehmen die Gesellschaft als Gartenlandschaft um 1800, das kann man sagen, ja, nicht? Und davon sind wir sehr weit weg. Wir sind eigentlich in einem nah am Abgrund angesiedelt, nicht? Ja, das kann auch alles schiefgehen. Warum wir, also ich für meine Kinder einfach annehme, dass es kein 2014 geben kann, ja, nicht? Also ein Krieg China gegen USA, das ist alles aus der Luft gegriffen, das ist alles dankbare Hoffnung. Aber Sie glauben noch an 2014? Ich glaube, dass wir Menschen ja, nicht, immer Auswege finden, ja, und mehr Glück als Verstand haben. Ja. Und insofern, und dem muss man nachgehen. Das muss man, diese Glücksmöglichkeiten, dass etwas nicht schief geht, ja, das muss man einsammeln, wie die Brüder Grimm Märchen sammelten. Jetzt hat der Planet Erde ja schon existiert, bevor es die Menschen gab, und er wird noch lange existieren, wenn die Menschen schon längst wieder verschwunden sind, oder? Das können Sie sagen, aber die Welt der Küchenschaben, die uns ablöst, ja, das ist mir nicht so eine richtige Hoffnung für meine Kinder. Das heißt, also mir liegt schon daran, dass wir übrig sind. Ja, ich mag Menschen, ja, und ich mag meine Kinder. Ja. Das heißt, also wir sollen schon eine ganze Menge tun. Ja. Wie gute Hausväter können wir mit den Ressourcen, ja, die uns mitgegeben sind, umgehen. Kommen wir nochmal zurück zu der Koinzidenz dieses 11. September-Datums, Adorns Geburtstag, dann 9/11. Damals 9/11, als Sie das erstmal wahrgenommen haben. Haben Sie Angst bekommen, als Sie gespürt haben, was da nicht abgeht, welche Dramatik, welche Dimension das bekommen? Was ging in Ihnen also vor? Im ersten Moment habe ich es nicht geglaubt. Ja. Ich dachte, das ist Fernsehinszenierung, Film, oder? Na, das habe ich nicht gedacht. Aber ich habe, also, das geht ja telefonisch vor. Sich, ja? Meine Tochter ruft mich an, ja? Schalte schnell den Fernseher an, CNN, ja? Und so weiter. Und dann sieht man dort das und denkt eigentlich, das qualmt zwar und es ist ein Brand, wahrscheinlich ist die Flugzeugkontrolle, die digitale Kontrolle ist verrückt geworden, ja? Nicht? Aber das kann man löschen. Ich hätte nie geglaubt, dass das in sich zusammenfällt. Und ich mache Ihnen mal so die Gedanken von Adorno nach. Ja, damit Sie verstehen, wie der so denkt. Das ist durchaus meiner auch, aber der geht erstmal davon aus, dass er Unglück nicht leiden kann. Also die Fantasie ist ein Fluchttier. Sie geht erstmal weg vom Ereignis, sie leugnet es. Die sagt, so schlimm ist es nicht. Das ist der erste Impuls. Und dann kommt als nächstes, dass er denkt, also wirklich erschüttert mich, dass aus den Trümmern noch Handys gefunkt haben. Das sind irgendwelche Höhlen in diesen Trümmern. Und da leben noch Menschen drin und die suchen Kontakt nach draußen. Und man kann jetzt mit Baggern auf diese Trümmerberg gar nicht fahren, weil dann drückt man ja diese Höhlen ein. Das war schon 1944 bei den Luftangriffen das Problem.
Und jetzt gibt es eine Firma, würde er jetzt weitererzählen. Die Firma Bechtlisch Steel, eine der Riesenstahlfirmen der USA. Und die hat so einen Überbau, den könnte man drüber wölben. Und der steht, wurde angeboten, war kein Zuständiger da, ihn anzunehmen. Damit hätte man noch graben können. Also er hätte danach gedacht, wie kann man Menschen retten unter solchen Umständen. Und dieses Gewölbe, ja, das ist immerhin nur noch 13 Meter lang und 20.000 Tonnen schwer, das steht heute über dem Sarkophag in Tschernobyl. Und jetzt hätte er schon zwei Unglücke miteinander in Verbindung gebracht. Ja. Und beide haben was mit uns gemacht. Jetzt lassen Sie mich nochmal weiterdenken. Gleicher haben denselben Grund. Ja, nicht? Denselben Grund, inwiefern? Er würde sagen, es gibt das Märchen von der 13. Fee. Ja? 12 goldene Gedecke hatte man, die 13. wurde ausgeladen. Und dann hat sie sich gerächt. Ja? Die 13. Fee kommt bestimmt. Das, was man ausschließt, ausgrenzt aus der Betrachtung, ja? Das macht man bei der Finanzkrise, indem man sagt, so ein Modell, ja, rechnet das Ganze und wir wählen die Wirklichkeit ab. Und das geht schief. Wer war die 13. Fee, die wir 9/11 ausgeladen haben? Wir haben uns 40, 50 Jahre lang, ja, mit den Gründen, die die Terroristen dann zu Terroristen machen, nie beschäftigt. Die Verlierer? Ja? Wenn Sie mir sagen, was im Nahen Osten je an rationaler Politik gemacht worden ist, ja, nicht, dann werde ich ihn bestreiten, dass da überhaupt was gemacht worden ist. Die Briten haben nichts Vernünftiges gemacht. Ja? Niemand hat was da gemacht. Und dann bildet sich langsam, ja, nicht, so eine, diese Verhärtung. Ja? Welche Rolle spielt dabei die Religion? Ich glaube, die geringste. Ja, die Religion wird zum Vorwand Religion genommen. In Ihren Augen? Nehmen Sie doch mal die Bin Laden, ja? Mhm. Der Sohn aus reichem Hause, ja? Der sagt, meine Regierung, ja, die Saudi-Regierung, ja, ist korrupt. Ja? Und er greift eigentlich die Regierung an, indem er die Amerikaner angreift. Ja? Mhm. Das ist also immer stellvertretend. Ja? Und dass er die Religion zum Vehikel nimmt. Also ich bin ziemlich sicher, dass der Islam diese Art von Terror eigentlich gar nicht gestattet. Ja? Mhm. Nicht? Also im Koran steht davon nichts Günstiges drin. Ja? Stichwort Aufklärung Islam, man sagt immer dem Morgenland, dem Islam steht eigentlich die Aufklärung noch aus. Ist das richtig? Jein. Es hat einmal eine brillante Aufklärung gegeben im Mittelalter. In Spanien, in Cordoba, ja, da sitzen die großen Leute, die Aristoteles rezipieren und an denen unsere westlichen Gelehrten, ja, an der Universität Paris überhaupt erst gelernt haben und die Texte gekriegt haben. Also eine Aufklärung hat es gegeben. Sie wurde aber sehr gewalttätig unterdrückt. Und sie hat heute, sie hat eigentlich im 20. Jahrhundert nie eine Chance gehabt. Ja. Wo sind denn die weltlichen Schulsysteme, ja, die unseren Schulsystemen ähnlich sind? Nicht? Ja. In diesen 8 Jahren danach, nach 9/11, was hat das mit uns gemacht? Jetzt verteidigen wir schließlich die Freiheit am Hindukusch, wie der Spruch so schön heißt, oder? Können wir uns nicht aussuchen, nicht? Das ist sehr schwer, da mit Denken anzufangen. Nicht? Denn das empfindet ja jeder als etwas schwierig, ja? Nicht? Dass wir am Hindukusch, ja, unsere Freiheit verteidigen. Wie haben Sie denn persönlich jetzt die Meldung gerade der letzten Tage, durch Deutsche veranlasste Bombardement auf die beiden Tanklastwagen in Afghanistan, die Reaktion nachher, das, was da passiert ist, was haben Sie dabei empfunden? Als Aufforderung, darüber Geschichten zu erzählen, das sich zu vergegenwärtigen. Welche Geschichten kann man da erzählen? Der Othello von Lüneburg. Zu Weihnachten kommt ein Soldat aus dem Hindukusch nach Lüneburg. Der Standortälteste hat seine Frau verführt. Ja? Jetzt gibt es ein Duell zwischen zwei Männern. So was können Sie ja erzählen. Damit machen Sie die Entfernung klar, ja? Zwischen Leben, ja? Nicht? Und Fronteinsatz. Wenn Sie 100 solche Geschichten erzählen, kriegen Sie eine bessere Anschauung davon, wie weit weg der Hindukusch ist. Wie konkret, ja, die Tätigkeit von Soldaten dort ist, wie gefährlich auch. Ja? Wie leicht ein Irrtum möglich ist. Also die Idee, dass man dort keine Irrtümer begeht, wenn Krieg anfängt, dass Pläne gelingen, ja? Ist ja ganz absurd. Wir sind im Krieg, ist richtig, ja? Wir sind im Krieg. Ja? Und wir waren es auch in der Zeit, in der es bei uns friedlich ist. Gott sei Dank sind wir keine große Nation mehr.